Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin wieder mal was gefragt worden, diesmal was im weitesten Sinne Jagdliches, weshalb ich das jetzt mal einfach als jagdliches Video einkategorisiere und nicht als Waldfragestunde. Und zwar geht es darum, was macht man, wenn man als Bushcrafter entweder beim durch den Wald laufen, fernab der Wege, zufällig in eine Treib- oder Drückjagd hineingerät. Beziehungsweise, was macht man, wenn man als Bushcrafter irgendwo möglichst gut versteckt im Wald gepennt hat und dann am nächsten Morgen feststellt, dass man gerade sich mitten drin in einer Art Drückjagd bzw. Treibjagd befindet. Ja, und um das zu vermeiden bzw. das richtige Verhalten in dieser Situation geht's jetzt. Ja, ein ganz kleines bisschen was zu den theoretischen Hintergründen. Man unterscheidet bei der Jagd ja die Einzeljagd und die Gesellschaftsjagd, so heißt sie, glaube ich. Und die Einzeljagd ist also ganz einfach die Ansitzjagd in der Regel und die Pirsch theoretisch, aber die spielt nicht wirklich eine Rolle. Pirsch heißt, man läuft tatsächlich mit dem schussbereiten Gewehr durchs Jagdgebiet und wenn man auf ein Tier trifft, dann wird es halt eben entsprechend angesprochen und geschossen. Ist sehr anspruchsvoll, nur was für ganz, 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 ganz erfahrene Jäger und nicht wirklich häufig erfolgreich. Aber das ist speziell auch nicht unbedingt so das Thema. Ansitzjagd ist, man hockt auf dem Hochsitz und schießt runter, wenn was vorbeikommt. Jetzt mal lapidar gesagt. Und die Gemeinschaftsjagden, und da kommt ein Flugzeug. Ja, und beim gemeinsamen Jagen sind dann gleich ein Haufen Personen beteiligt, mitunter ziemlich viele. Und es muss ein Jagdleiter bestimmt werden. Und das Ganze hat dann schon den Charakter einer, ja, Großveranstaltung in Anführungszeichen. Da gibt es auch jede Menge Tamtam drumherum. Hinterher auch noch die Strecke angucken. Ganz viel jagdliches Brauchtum mit Jagdhornbläsern und Ähnlichem. Das ist ja alles überhaupt nichts Schlechtes und gehört alles dazu. Spielt aber keine so große Rolle. Im Wesentlichen geht es darum, dass das Wild in irgendeiner Form auf die Schützen, die sich an einer bestimmten Position verbarrikadiert haben, wenn man so möchte, zubewegt wird, zugetrieben wird. Und zwar bei einer Treibjagd im schnellen Zustand, heißt das Wild rennt um sein Leben und flüchtet. Bei einer Drückjagd wird das Wild im langsamen Zustand, zieht es sozusagen in Richtung der Schützen und die Treiber sind relativ ruhig unterwegs. Bei der Treibjagd machen sie ordentlich Krach und haben auch noch Hunde im Einsatz, damit das Wild auch wirklich richtig Angst bekommt und schnell abhaut, nach Möglichkeit eben dahin, wo die Schützen sind. Und bei der Drückjagd geht das Ganze schön langsam und leise vonstatten. Die Treiber bewegen sich ruhig durch den Wald und das Wild kommt auch im ruhigen Tempo bei den Schützen an, sodass die Schützen auch mehr Zeit zum Zielen haben und normalerweise eigentlich pro Schütze dann auch nur ein Schuss möglich ist, mehr oder weniger zeitgleich, bis das Wild dann so schnell unterwegs ist, dass schon wieder ganz, ganz schwierig ist, das Wild zu treffen. Gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel für Schwarzwild, aber das will ich alles jetzt gar nicht so genau und ausführlich klassifizieren. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir in eine solche Veranstaltung nicht hineingeraten wollen. Gehen wir erstmal davon aus, dass wir das einfach vermeiden wollen, da rein zu geraten. Es wird in verschiedenen Jagdhandbüchern empfohlen, Folgendes zu tun. Man möge diese Veranstaltung erstens mal den örtlichen Behörden anmelden, weil es sich halt eben um fast schon sowas, so eine öffentliche Veranstaltung in Anführungszeichen darstellt, wie zum Beispiel auch eine Demonstration oder eine politische Kundgebung oder irgendwie sonst was. Natürlich wird da nichts politisch kundgegeben, aber es ist halt eine Gruppe von Menschen, die sich versammeln. Und wenn man sich versammelt zu irgendeiner Veranstaltung, dann sollte man das ja eigentlich den Behörden angeben. Ist so ein bisschen fragwürdig, inwiefern das sein muss, sagen wir mal so, bei einer gut organisierten Drücktreibjagd, Bewegungsjagd, nennen wir es jetzt einfach mal, wird das gemacht. Dann kann man durch die Behörden auch erfahren, wann sowas stattfinden soll, beziehungsweise das wird öffentlich bekannt gegeben, zum Beispiel im Gemeindeblättle, heißt das bei uns, halt eben der Zeitung der entsprechenden Kommune, in der das stattfinden soll, wäre sowas dann meistens wahrscheinlich irgendwo vermerkt.
Aber das kann sein, das muss nicht. Das wäre nur im Idealfall. Was auch im Idealfall gemacht wird, ist, dass frühzeitig Schilder im Wald aufgestellt werden, die bereits frühzeitig darauf hinweisen, dass am XY-sten von so und so vielten eine entsprechende Bewegungsjagd da und dort stattfindet. Also vielleicht auch irgendwie gerade so ein bisschen markiert mit irgendwelchen Bändern ab hier und bis da hinten, dass man das so grob einordnen kann als Waldtourist im weiteren Sinne. Und im Zuge dessen ist es natürlich dann auch besonders sinnvoll, und das wird eigentlich wirklich meistens dann tatsächlich auch gemacht, aber auch das ist nicht zwingend vorgeschrieben, beziehungsweise es scheiden sich die Geister, inwiefern es zwingend vorgeschrieben ist und inwiefern nur empfohlen, dass man dann eben entsprechend die Wege absperrt, während besagte Bewegungsjagd im Gange ist. Also alle Wege, die irgendwie in dieses Gebiet reinführen, da ein Schild aufhängt, heute von XY Uhr bis so und so viel Uhr Weg gesperrt wegen Bewegungsjagd. Wenn sie doch durchgehen, haben sie Pech und es trifft sie vielleicht eine Kugel. Normalerweise zieht so ein Verbot eigentlich auch ganz gut. Die meisten Leute rennen da nicht durch, wobei die Jäger natürlich verpflichtet sind. Und das ist gesetzlich vorgeschrieben, niemals zu schießen, wenn sich irgendwelche Personen in der Nähe des Ortes befinden, wo die Kugel aller Voraussicht nach im weitesten Umfeld irgendwie auch nur ansatzweise landen könnte. Gut, aber natürlich gibt es dann noch das Jagdfieber, insbesondere bei solchen Großveranstaltungen, was dazu führt, dass dann halt immer mal wieder hin und wieder ein kleiner Unfall passiert. Meistens trifft es dann die eigenen Treiber und auf die wird teilweise auch aus Versehen direkt geschossen, weil sie halt mit irgendwelchen Viechern verwechselt werden. Das ist alles so eine relativ gefährliche Sache, aber das habe ich in meinem entsprechenden Meine Meinung zu Jagdunfällen Video auch schon thematisiert. Dann bleibt es wenigstens innerhalb der Jägerschaft und die wissen, worauf sie sich einlassen. Gut, aber auch das ist ein anderes Thema. Durch diese Sicherheitsvorkehrungen eben, die vermeiden sollen, dass man da reinläuft, sind die Chancen, dass man in sowas reinläuft, von Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich, aber doch eher gering. Besonders im Staatswald wird das mit dem Markieren und den Sicherheitshinweisen anbringen meistens gut gemacht. Und auch ausführlich gemacht, und so hält sich das Risiko wirklich ziemlich in Grenzen. So, ja, was einem dann natürlich trotzdem passieren kann, ist, dass man als Bushcrafter ja nicht unbedingt auf den Wegen entlang läuft, sondern irgendwo zwischen zwei Wegen und dann natürlich kein Schild sieht, selbst wenn es da eins gewesen wäre und man gerät da tatsächlich in eben dieses Treiben rein. Wenn das der Fall sein sollte und man kriegt es mit, dann macht man am besten Folgendes: Man hockt sich schlicht und ergreifend einfach mal irgendwo hin, erzeugt dabei nach Möglichkeit noch reichlich Geräusche, sodass man auch gesehen wird und bemerkt wird. Man kann auch anfangen zu singen, man kann seine Trillerpfeife, die scheinbar jeder von uns dabei hat außer mir, verwenden und fröhlich vor sich hin pfeifen. Man kann nicht belangt werden, wenn man den Jagdbetrieb stört, sofern man das nicht absichtlich tut. Dann könnte man unter Umständen irgendwie ein bisschen Ärger bekommen, aber solange man aus Angst um sein Leben, weil hier jetzt demnächst geschossen wird, Krach produziert, um halt eben die Jäger auf seine Anwesenheit aufmerksam zu machen, kann einem dadurch auf jeden Fall jetzt rechtlich keine bösen Dinge angetan werden. Die Jäger werden einen trotzdem hassen, wenn man halt eben die Jagd versaut hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit, um in Sicherheit zu sein, wenn man in so eine Jagd hineingerät. Grundsätzlich sollte man sich für sein Hinhocken und Abwarten noch eine Stelle suchen, an der man nicht bis auf alle riesige Entfernung zu sehen ist, weil wenn man auf riesige Entfernung zu sehen ist, könnte auch auf diese riesige Entfernung irgendwie eine Kugel angeflogen kommen. Jetzt Gott bewahre wirklich nicht, weil irgendjemand absichtlich auf einen schießt, aber ja, dann ist man natürlich insgesamt an einer exponierten Position, ist man natürlich auch der Möglichkeit ausgesetzt, dass eine verirrte Kugel da irgendwo hinfliegen kann. Deshalb am besten in irgendein Loch hocken, bisschen Sound erzeugen. In den allermeisten Fällen wird man sich, nachdem man bemerkt hat, dass man in so einer Jagd drinsteckt, auch irgendwo zwischen den Schützen und den Treibern befinden. Beziehungsweise die Treiber gehen ziemlich dicht beieinander und können eigentlich nicht an einem vorbeilaufen, ohne einen zu bemerken. Es sei denn, man verkriecht sich jetzt wirklich im Laubhaufen und versteckt sich absichtlich. Auch das könnte man natürlich tun, weil man mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Gefahr auch raus ist, wenn die Treiber an einem vorbei sind. Es darf und wird auch nicht hinter die Treiber geschossen, beziehungsweise es wird immer nur dann geschossen, wenn die Treiber auch noch weit weg sind. Also
Ne? Die Treiber bewegen sich auf die Schützen zu, schieben das Wild vor sich her. Auf das Wild wird dann geschossen, aber wenn die Treiber innerhalb der Schusszone kommen, des Bereichs, wo man sich vorher abgesprochen hat, ab dem geschossen werden darf, ist sofort mit dem Schießen aufzuhören. Sprich, wenn einen die Treiber irgendwann im Laufe des ganzen Gebietes, das abgetrieben wird, könnte man sagen, irgendwo überholt haben und man hinter den Treibern ist, dann droht keine große Gefahr mehr. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, und das sollte man eigentlich tun und allein auch schon um den Jagdbetrieb nicht zu stören, sollte man sich dann weiterhin in direkter Linie von den Treibern weg bewegen, also in die entgegengesetzte Richtung gehen, in die die Treiber gehen. Das ist auf jeden Fall die richtigste Richtung, die zur Verfügung steht. Wird man auf die Jagd aufmerksam dadurch, dass irgendwo ein Jagdhorn geblasen wird, dann ist das in den allermeisten Fällen so, dass es das Jagdhorn der Treiber ist. Weil wenn die Schützen das Jagdhorn blasen würden, wäre relativ bescheuert, weil dann würde sich das Wild ja unter Umständen von den Schützen weg erstmal bewegen. Und die Treiber müssten es dann erstmal wieder hintreiben. Das Wild müsste quasi umdrehen und zurücklaufen. Das macht das Wild normalerweise nicht gerne, weil so doof ist es dann auch nicht und es weiß dann ja schon, dass da hinten theoretisch potenziell irgendeine Gefahr ist. Manches Wild, erfahrenes Wild, das schon die eine oder andere Treib- oder Drückjagd überlebt hat, geht man von aus, man weiß es nicht hundertprozentig, kann wahrscheinlich sogar ein Jagdhorn einer richtigen Gefahrensituation zuordnen, während es bei einem Ghetto-Blaster uns relativ gelassen reagiert, weil so jemand meistens nicht schießt. Es gibt Jäger, die deswegen einen Ghetto-Blaster dabei haben, um eben so zu tun, als würden sie nicht schießen und dann doch zu schießen. Auch das gibt's. Egal. Aber bewegt euch, wenn ihr irgendwann ein Signal hört, das nicht infolge vieler Schüsse ertönt, weil dann wäre es das Signal, aufhören zu schießen oder irgend sowas in der Richtung. Dann bewegt euch doch einfach auf dieses Signal zu. Weil das sind voraussichtlich eben die Treiber und in deren Richtung wollt ihr ja, um aus dem Bereich, in dem getrieben wird, eben herauszukommen. Also immer schön auf die Treiber zubewegen, es sei denn, sie sind schon an euch vorbei, dann von den Treibern wegbewegen. Das ist so die einfache Grundregel. Oder alternativ, das überlasse ich euch, wie ihr das machen wollt, einfach da, wo ihr seid, hocken bleiben, schön weit unten am Boden, schön in Deckung. Wenn ihr irgendwas rascheln hört im Gebüsch, dann kommt entweder erst das Wild, das tut euch nichts, das hat andere Sorgen, oder es kommen schon die Treiber und in dem Moment dann halt irgendwie ein bisschen auf euch aufmerksam machen, damit sie nicht auf euch drauf treten oder euch für irgendwelches Wild halten. Wäre ganz gut. Wobei die Treiber eben nicht schießen, die Treiber treiben bloß. Jo, viel mehr fällt mir da jetzt sicherheitsvorkehrungstechnisch nicht so ein. Das Risiko, dass euch das passiert, ist natürlich super, 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 super gering. Und ja, selbst wenn man reingerät, oh Gott, ist ja nicht der Weltuntergang. Scheiße wäre es natürlich, wenn man tatsächlich in die falsche Richtung dann läuft, vor den Treibern wegläuft und mit dem Wild am besten noch in das Schussfeld hinausbricht, im gleichen Moment, an dem das Wild ankommt und dann so gekleidet ist wie ich, in so einer super tollen Sicherheitsfarbe, in Anführungszeichen. Das wäre dann tatsächlich ein bisschen sehr dämlich, also und dann tatsächlich auch wirklich, wirklich gefährlich. Das sollte man doch dann vermeiden. Also im Zweifel ist sitzen bleiben vielleicht keine schlechte Idee, wenn man nicht weiß, in welche Richtung man laufen soll. So ein ganz kleines bisschen Gefahr besteht halt tatsächlich dann trotzdem immer, wenn man in den Wald geht, insbesondere wenn man abseits der Wege unterwegs ist. Das sind so waldtypische Gefahren und da zählt meiner Meinung nach das geringe Risiko, tatsächlich in eine Jagdaktivität reinzugeraten, ohne bemerkt zu werden. Gerade wenn man dann auch noch so unterwegs ist, hier wie unser eins, in unauffälligen Farben. Das ist dann nun mal ein Risiko, mit dem man rechnen muss, wenn man in den Wald rennt, meiner Meinung nach. Gut, jetzt habe ich natürlich wieder viel um den heißen Brei herumgeredet, aber ich glaube, die Thematik ist einigermaßen erklärt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei was auch immer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.